Ich glaube, das ist einfach, das hängt mit einem selber zusammen. Also ich muss sagen, im Sommer habe ich unheimlichen Durst immer auf Milch. Also da kann ich, ja, so ein kühles Glas Milch schmeckt mir dann einfach besonders gut, vor allem auch wenn es warm ist tatsächlich. Im Winter, ja, ich glaube, habe ich einfach eine ganz andere, ja, Grundvoraussetzung. Also was natürlich schon geschmacklich eine Rolle spielt, ist nun mal, wenn die Tiere über der Weidesaison draußen sind. Das ist tatsächlich schon ein gewisser Unterschied, weil die Fütterung sich ja zu dem unterscheidet, was wir im Winter einfach im Stall bekommen.